Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Video meiner Reihe Klassikerliebe. Und dieses Mal gehen wir ganz, ganz weit zurück. Ne? Und zwar, irgendwie waren ja die 80er schon geil, ja? Zumindest wenn man dort schon gelebt hat. Ja? Vor allem so das Ende der 80er, Anfang der 90er. Ja? Du warst sorgenfrei, du warst so, was weiß ich, 10, 12 Jahre alt, ja? Und hattest so ein Kinderzimmer mit lauter coolen Shit. Und wo du damals schon wusstest, dass das auch cooler Shit ist. Und als Brettspieler in der Zeit gab es jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel. Ne? Man hatte halt den üblichen Rotz da wie Monopoly oder ja gut, Schiffe versenken war schon cool, wenn man da so eine 80er Jahre Elektronikversion hatte. Es gab das übliche Risiko und Spiel des Lebens und so. Aber dann kam so in Amerika 83 kam ein Spiel, in Deutschland wurde es dann praktisch 1986 veröffentlicht und es ist Talisman. Wir kämpfen gegen Tod und Teufel oder so hieß es damals. 1986 ist es meines Wissens in Deutschland rausgekommen. Und das war so ein Spiel, das hat was gemacht, was alle anderen von diesen normalen Brettspielen gar nicht gemacht haben. Weil du bist da halt praktisch, na, das muss man sich so vorstellen, es ist Sommerferien, du bist, hast nichts mehr zu tun, es ist ja die dritte, vierte Woche in den Sommerferien, es ist warm draußen, im Freibad warst du schon so oft, triffst dich beim Kumpel und du spielst in seinem Kinderzimmer auf dem Fußboden, weil das Spielbrett verdammt groß war, passt auf keinen Tisch, spielst du Talisman, ja, und gehst da als Ritter, als Zauberer, als Druide, als Magier, was weiß ich, gehst du da in das Land von Talisman, kämpfst Monster, erledigst Aufgaben, kaufst cooles Zeug und gehst dann so praktisch in die Mitte auf der Suche nach der Krone der Herrschaft. Das war das Spiel damals und das war super und es hat so viel Spaß gemacht und es war einfach klasse. Ist das denn so, ist jetzt die Frage. Ja. Mittlerweile ist es über 40 Jahre her. Kann so ein Spiel denn überhaupt noch tragen? Weil, wahrscheinlich muss es das, weil es gibt hier, ich heb's mal kurz ins Bild, ich weiß nicht, ob das mit dem Greenscreen so gut funktioniert, ne? Die vierte Ausgabe von Talisman, also es gibt vier Auflagen mittlerweile oder bald kommt die fünfte raus, ja, oder ist vielleicht schon draußen in Amerika, wenn ihr das hier anschaut. Es muss ein beliebtes Spiel sein, es muss toll sein, es gibt viele Auflagen, es gibt einen Haufen Erweiterungen. Diese vierte Auflage hier, die ich habe, das bisher die neueste war, die ist auch schon von 2008, ja, das ist schon ein uraltes Ding. Ist es denn noch gut? Ja? Und wieso gibt es eine fünfte Auflage oder so? Na, schauen wir uns das mal an. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, das deswegen ein Klassiker ist, weil es so viele Herzen berührt und so viele tolle Erinnerungen hat. Aber wenn man mal ganz kritisch hinterfragt, ist das ein gutes Spiel in Sachen von Mechanik und sowas, dann dürfte das Video eigentlich nicht Klassikerliebe heißen, sondern Retro-Review vielleicht. Ne? Aber bevor ich da jetzt zu hart mit dem Spiel mal ins Gericht gehe, zeige ich euch mal, wie jetzt die vierte Edition, die ich hier habe, eine andere habe ich nicht mehr. Wir hatten früher, ja, der Jürgen hatte ja damals die zweite deutsche Edition. Ja, war noch ein bisschen anders, ein bisschen billiger, ein bisschen weißer und sowas, alles so vom Papier her. Aber ich habe jetzt die vierte Edition. Ich zeige euch mal, wie die aussieht, wie man die spielt. Ich lasse absichtlich mal Erweiterungen weg. Weil die fügen jetzt ehrlich gesagt nicht so viel zum Spiel hinzu, ja, außer mehr Felder, auf denen man laufen kann. Und wie das wohl so war, in den 80er Jahren Brettspiele zu spielen. Ah, Hotel habe ich vergessen vorher noch zu erwähnen. Hotel hat man auch viel gespielt und Mancomania, ja genau. Ja, und da kam halt Talisman neben HeroQuest, das dann ein bisschen später kam, das war schon Ende der 80er dann, brachte halt Talisman was völlig Neues in das Spielzimmer rein. Und das gucken wir uns an, was denn damals als total Neues galt. Und dann sprechen wir uns später in dem Fazit. Lasst die Erinnerung nochmal ein bisschen schweifen an damals oder halt, wenn ihr das Spiel erst seit den 2000ern kennt, dann eben von dahin. Aber da behaupte ich mal, hat es wahrscheinlich schon nicht mehr so viel Spaß gemacht. Aber genug Vorgeschwafel, schauen wir auf das Spielbrett, los geht's. So, was wir hier jetzt sehen, ist praktisch Talisman 4. Edition, das Spielbrett aufgebaut auf dem Tisch. Und ihr seht schon, ich habe schon Schwierigkeiten, dieses normale Spielbrett vom Basisspiel überhaupt aufs ganze Bild zu bekommen. Ja, es liegen jetzt hier links und rechts noch ein paar Kartenstapel, ein Charakter und ein bisschen Ressourcen und so. Aber sonst ist nicht viel da. Ne? Jetzt stellt euch vor, wir hätten diese Erweiterungen, die es da ja zuhauf gibt oder damals auch gab, da würden praktisch hier an den Ecken würden dann noch praktisch weitere Dinge angesetzt oder in die Mitte kommt ein anderes Ding rein oder ein Seitenspielbrett. Und deswegen habe ich ja schon erwähnt, haben wir dieses Spiel damals tatsächlich auf dem Fußboden gespielt, weil es war einfach kein Platz auf dem Tisch. Was sehen wir hier? Also
Im Prinzip ist diese Welt von Talisman unterteilt in drei Ebenen: den äußeren Ring, den mittleren Ring und innen, na, das Lava, Tal des Feuers oder von der herrschenden Krone, na, die ganze Region. Ne? Wir werden praktisch im Lauf des Spiels mit unseren Charakteren, ja, jeder hat hier einen Charakter mit einem Charakterbogen, er hat Namen, Fähigkeiten, ein paar Werte, Stärke, Talent, Hitpoints und sowas und eine dazugehörige Figur. Wir werden mit unseren Figuren hier praktisch über die Landschaft hier laufen und einzelne Felder besuchen. Und dann immer praktisch, wie man es früher bei diesen Spielen immer gemacht hat, du kommst auf ein Feld, auf diesem Feld steht was drauf und du machst das, was auf dem Feld drauf steht. Und da steht meistens immer drauf, zieh eine Karte. Und mit Karten meint das Spiel hier diese Abenteuerkarten, Ereigniskarten, sowas. Und da kann halt, was weiß ich, ein Monster drunter sein, ein Drache. Oder vielleicht ist es auch ein Ort, ein Gegenstand, ein Markt, ja, da kann man einkaufen. Oder Gegenstände gibt es vielleicht auch mal irgendwas. Und diese Karten handelt man dann entweder ab. Oder wenn man es nicht schafft oder halt irgendwie sonst eine andere Ausrede hat, dann wird diese Karte auf dieses Feld gelegt, sodass da eine Karte liegt. Und im Prinzip, falls jemand drauf geht und hier steht, ziehe eine Karte, es liegt aber schon eine da, dann wird es ziehe eine Karte ignoriert und stattdessen die Karte, die dort ist, abgehandelt. Sorgt dann dafür, dass man auch praktisch, wenn man gar keine Karten ziehen will, kann man im Prinzip auch welche von der Hand abwerfen, die man vielleicht hat, oder Gegenstände, und sie dort abschmeißen, damit dort eine Karte liegt und keine gezogen werden muss. Hat verschiedene Gründe, das zu tun. Aber letztendlich laufen wir hier praktisch durch die Gegend und das machen wir mit einem Würfelwurf. Und einfach ein W6, ganz ein simpler, dieses Symbol, das Talisman-Symbol ist übrigens eine 1, logischerweise, aber hätte ich jetzt irgendwas in die 4 gewürfelt, muss ich mit meiner Spielfigur 4 Felder weit laufen. Nicht 2, nicht 3, nicht 1, ich kann auch nicht 2 in die eine Richtung und 2 in die andere, ich muss 4 laufen. Ich muss mich entscheiden, gehe ich links rum oder gehe ich rechts rum. Und auf dem Feld, auf dem ich lande, lande ich dann halt einfach. Also du bist praktisch klassische 80er-Jahre-Spielementalität auf Gedeih und Verderb einem Würfel ausgeliefert. Ja? Du kannst einen Plan entwickeln, dass du in dieses Dorf da drüben willst, meineswegen. Aber wenn das natürlich nie klappt, dann läufst du praktisch an dem Dorf vorbei und dann wieder zurück und wieder vorbei, bis du halt mal den einen Würfelwurf triffst, der dich dann da reintut. Und was passiert in dem Dorf? Ja, in dem Dorf, also ich habe ja gerade gesagt, die meisten Felder haben ziehe eine Karte und dann macht man da was auf der Karte. Es gibt aber halt auch Felder wie das Dorf, wo drin steht, Würfel ein Würfel. Oder macht man, nachdem man endlich mal angekommen ist, macht man auch einen Würfel und dann liest man vor, dass man, was weiß ich, beim Mystiker ist und bei einer 1 bis 2 passiert nichts, bei einer 3 bis 4 wird man, was weiß ich, in den Frosch verwandelt oder bei einer 5 und 6 heilt er einen Lebenspunkt. Also auch da, planen ist nicht, es kommt hier auf den Würfelwurf an. Und so läuft es im Prinzip ein Zug ab, würfeln, du musst dich bewegen sozusagen und dann musst du das Feld benutzen, auf dem du landest oder halt eine Begegnung haben, nennt das Spiel das. Also liegt eine Karte da mit dem Drachen, dann musst du, wenn du dort hinkommst, auch dich mit dem Drachen auseinandersetzen und kannst nicht sagen, ich lasse den liegen und mach lieber das Feld. Genauso könnte auch, wenn ein anderer Spieler dort drauf steht, könnte ich auch den bekämpfen. Und wenn ich dann wieder dran komme, darf ich dieses Feld nicht mehr machen. Ich muss mich ja immer zuerst bewegen. Sorgt dafür, dass halt, wie gesagt, wir laufen ständig um das Spielfeld rum und suchen unser Glück. Was ist eigentlich die Mission? Ja, wir brauchen einen namensgebenden Talisman. Diesen Talisman finden wir entweder vielleicht im Abenteuerdeck. Oder wir machen irgendeine Quest, wo drauf steht als Belohnung gibt es einen Talisman. Oder primär geht man zur Höhle des Hexenmeisters hier im inneren Ring. Und der hat eine Aufgabe für einen, je nachdem, was man machen muss. Man würfelt einen Würfel. Und dann bekommt man als Belohnung einen Talisman. Weil der Talisman ist sozusagen der Schlüssel, um in die Endregion des Spiels zu kommen, hier in der Mitte. Und dann zur Krone der Herrschaft hinauf zu klettern, um das Spiel so langsam zu beenden. Hier ist der Talisman abgebildet, dort braucht man ihn. So, und was hat es jetzt mit diesen äußeren, inneren Regionen auf sich? Ja, man könnte sagen, je weiter es nach innen geht, desto schwerer wird es. Weil im inneren Ring kommt es mal vor, dass du vielleicht mal mehrere Karten ziehen musst. Da könnten ja drei Feinde dabei sein. Während du in der allerinnersten Region, da wird gar nicht mehr gewürfelt, sondern du läufst immer nur einen Schritt weit und musst durch verschiedene Prüfungen durch, ja, mit vielen Würfeln oder Lebensverlust oder sowas.
Wie kommt man überhaupt in diese anderen Ebenen? Ja? Also es gibt jetzt die normalste Wirklichkeit, in den zweiten Ring reinzukommen, ist hier an dieser Wächterstatue vorbei, die ihr direkt hier vor mir liegen seht. Das ist eine Brücke, über die muss man drüber. Natürlich muss man erstmal auf diesem Feld auch, ja, das geht, stimmt nicht, man kann auch hier reinlaufen. Ja? Also da muss es nicht genau sein, weil du kannst ja reinlaufen. Aber der Wächter, der schlägt dann um sich, der kämpft mit dir und er hat einen Kampfwert von 9, was sehr viel ist. Und erst wenn du den besiegt hast, darfst du auch rein in den inneren Ring dort rumlaufen. Ja, also das ist eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit ist, ein Floß zu kaufen oder zu finden oder zu bauen, um den Fluss hier direkt zu überqueren. Dann kann ich von irgendeiner Landschaft aus hier direkt übersetzen. Es geht meistens in Wäldern. Wenn ich eine Axt habe, darf ich dort ein Floß bauen. Ich kann in die Stadt gehen oder einen Händler finden vielleicht, der ein Floß verkauft und dann habe ich das als Gegenstand dabei. Ich kann es einsetzen, fahre rüber, Floß ist dann weg. Das ist eine Möglichkeit, wie man in den inneren Ring kommt. Und den mittleren meine ich. Und den inneren Ring, den kann man tatsächlich nur durch dieses Portal hier betreten. Und es ist auch ein Feld, auf das man draufkommt. Das Portal der Macht. Und es will, dass man eine Prüfung abschließt. Und jetzt ratet mal, wie man diese Prüfung macht. Ja, man, anstatt eine Karte dort zu ziehen, würfelt man mit zwei Würfeln. Mit zwei Würfeln. Und man wählt natürlich hier vorher ein Talent oder die Stärke aus, die man hat. Den Wert, der höher ist, weil das Ziel ist es dann mit zwei Würfeln diesen Wert zu unterwürfeln oder maximal Gleichstand hinzubekommen. Wenn man das geschafft hat, ist die Prüfung, das ist ziemlich übel, 11, diese Prüfung ist dann, dass man das Schloss geknackt hat und dann hier reinkommt. Dann ist man auf der Ebene der Todesgefahr und ab hier, habe ich ja gesagt, läuft es weiter. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben das Spiel schon sehr lange gespielt, haben unseren Charakter mal hochgelevelt, der hat mehr Stärke, mehr Talent, der hat ganz viele Gegenstände dabei, ewig super und so. Wir haben es vielleicht auch geschafft, von mir aus mühsam irgendwo ein Talisman zu bekommen, sind also total ready, ja, jetzt da reinzugehen, weil wir möchten ja die Krone der Herrschaft erringen und alle anderen Mitspieler damit besiegen. Du kommst da hier rein und jedes Feld, das hier drin praktisch ist und wo du auch drauf musst, ja, ist praktisch bemüht, dich mit Würfelwürfen wieder aus der Mitte raus zu befördern. Schlimmstenfalls in die Kneipe da hinten, in die Taverne, also in den äußersten Ring, in die letzte Ecke, so dass du wieder ein Floß brauchst oder wieder den Kampf durch den Wächter machen musst oder was weiß ich. Ja. Also das ist schon sehr frustrierend. Ja. Beispiel, wirf drei Würfel, ja, ziehe deine Talentpunkte vom Ergebnis ab und je nachdem, was rauskommt, gehst du zur Taverne, scheiße, zur Höhle des Hexenmeisters, ha, okay, immerhin mittlerer Ring, aber ganz in der Ecke und ich muss wieder durch das Top-Portal, dem Portal der Macht, ja, direkt vor die Tür werde ich wieder hingesetzt, also ständig wird man rausgeschmissen. Hier muss der Turm des Vampirs, du würfelst und dann verlierst du 1, 2 oder 3 Lebenspunkte. Es kann mal sein, dass du sofort tot bist und dann von vorne wieder anfangen musst, alles ist am Arsch, deine ganzen Gegenstände liegen dort und du musst wieder neu anfangen, nach 3 Stunden spielen. Ja, hier kämpfst du gegen ein paar Teufel, da drüben spielst du mit dem Tod, also ständig werden dir Steine in den Weg gelegt, bevor du dort mal ankommst. Und wenn du dort ankommst und hast noch Lebenspunkte, marschierst du dort praktisch hoch. Und wenn du alleine dort bist, kein anderer Gegner mehr oder Mitspieler, dann tust du pro Runde, was machst du denn pro Runde, wenn du dran bist? Du würfelst einen Würfel. Und ist die Zahl 4, 5 oder 6, bekommen alle anderen Mitspieler am Tisch einen Schaden. Dann kommen die anderen wieder dran, machen was. Dann kommst du wieder dran. Würfelst einen Würfel. Ah, nix. Die anderen passiert nichts. Und du machst es so lang, bis du genug 4, 5er oder 6er gewürfelt hast, bis alle anderen tot sind. Und dann hast du das Spiel gewonnen, weil du hast dann die Krone der Herrschaft errungen. Ja, das ist jetzt mal Talisman Base Game im Schnelldurchlauf. Der Reiz von dem Spiel, wenn ihr euch jetzt fragt, warum Gottes Willen, warum sollte man das spielen? Der Reiz von dem Spiel kommt durch die, sag ich mal, durch die Geschichte, die sich in deinem Kopf so formiert, indem du die Karten halt einfach liest oder eine verwunschene Lichtung, da ist ein Bild drauf. Ah, oh, wenn du hier, du kannst hier draus trinken oder so, oder hier reitet ein Einhorn drauf und du musst dir diese Geschichten im Kopf klar machen. Hier ist ein Friedhof. Und abhängig von deiner Gesinnung, du kannst nämlich neutral, gut oder böse sein, ja, wird durch so eine Karte hier dargestellt, passieren dir unterschiedliche Dinge. Genauso wie wenn du in die Kapelle reingehst. Und dann kannst du ja hier praktisch, sag mal,
Gegenstände, du fängst jetzt eine magische Lanze, dann stellst du vor, dass du damit gegen Drachen ist deine Angriffsstärke erhöht. Oh, da ist einfach ein Talisman drin. Guck mal, es ist Markttag, da kannst du Gegenstände kaufen, ein Engel, oder du begegnest irgendeiner Fee, die da nackt irgendwo im Wasserfall badet oder so. Was weiß denn ich, ne? Also, hier haben wir auch einen Ortskundigen, der quatscht dich voll und der führt dich dann durch die Felsspalten durch und gibt dir vielleicht einen Erfahrungspunkt und so. Und davon lebt das Spiel, dass du selber dir diese Geschichte so in deinem Kopf ein bisschen zusammenräumst und da ein bisschen so fantasymäßig träumst. Es gibt natürlich noch das erwähnte Gold, um einzukaufen, findet man so. Man rüstet seinen Charakter hoch. Man geht zum Beispiel zum Markt oder ins Dorf und dann kann man hier aus diesem vielseitigen Assortiment gerne Gegenstände kaufen: Schwerter, Äxte, Schilde, Panzerung und sowas. Natürlich kann man nur eine Waffe führen, man kann auch nur eine Rüstung tragen, logisch. Eine Wasserflasche, damit man der Wüste, die ist glaube ich irgendwo da oben, nicht dürstet oder nicht keinen Schaden nimmt. Man kann auch einen Packesel kaufen, um mehr Gegenstände zu tragen. Man kann nochmal nur 4 Gegenstände tragen, mit dem Packesel darf man 8 Gegenstände tragen. Und so rüstet man im Prinzip ständig seinen Charakter auf. Und das mit den Fähigkeiten wird so gemacht, also. Erstmal Lebenspunkte, ne? Also ich drehe die Kamera mal hier runter, hier, damit man es ein bisschen sehen kann, zumindest ein bisschen schräg. Es gibt diese kleinen Hütchen hier, die sind schon seit der ersten Edition, ich glaube, in dem Look gewesen. Diese Hütchen sind jetzt Lebenspunkte, ne? Ich habe 4 Lebenspunkte, wenn ich die verliere, würde ich diese Hütchen entfernen. Dann habe ich ja Grundstärke 2 und Talent 4, zumindest mein Druide hier. Und wenn ich jetzt irgendwie durch irgendein Spiel, durch eine Karte oder ein Feld, wo drauf steht, ich gewinne Stärke dazu, dann würde ich ein rotes Hütchen neben meine Stärke setzen, um zu zeigen, ja, ich habe jetzt eine Stärke mehr, ich habe Stärke 2 plus 1. Und falls ich dann noch einen Gegenstand finde, wie ein Schwert, habe ich gerade gesehen, wo war es denn? Moment, wir nehmen mal das Schwert zum Üben und nicht zur Strafe. Hier ist das Schwert, genau. Schwert, Waffe, im Kampf erhöht sich deine Stärke um einen Punkt. Einen Gegenstand da und das gibt mir im Prinzip eine zweite Stärke. Und damit kämpfe ich. Und bei der Talentgeschichte ist es das Gleiche, nur dass es halt blaue Hütchen sind. Und jetzt machen wir mal so einen Kampf hier mal durch. Wo waren jetzt diese Drache da oder irgendwas Leichteres? Kam hier so Pixie, Amulett, Poltergeist. Poltergeist ist ein Begleiter und kein Gegner. Ja, wo ist denn hier einer? Sag mal, du. Also, es gibt den Wert Talent. Das entspricht einer Fähigkeit von mir. Oder es gibt den Wert Stärke. Wenn ich mal einen finden würde, Menschenskind. Sag mal, das gibt's ja nicht. Hier. Ach, ein Räuber. Komm, Räuber. Ganz dramatisch, ein Räuber. Der hat Stärke 4 und da steht da noch so ein Zeug, dass der da sein Unwesen treibt, falls du ihn nicht besiegst und so. Ein schönes Bild. Stärke 4. Das heißt, ein anderer Mitspieler würfelt für den Räuber mit einem Würfel. Addiert das Ergebnis zu der Stärke hinzu, sodass mit dem 1er und dem 4er hat dieser Stärke 5. Und bei mir ist es praktisch so, ich gucke auf meinen Helden hier. Der hat ja Stärke 2 plus die zwei Hütchen da, also hat er Stärke 4. Habe ich vielleicht irgendwie noch was anderes, was ich ausgeben könnte? Könnte ich das hier hinzufügen? Ich habe 4, der hat 4, ich würfel auch einen Würfel. Und siehe da, ich habe einen Punkt mehr als der andere, ich habe ihn besiegt. Und habe ich mehr, dann bekomme ich diese Karte als Trophäe. Weil diese Stärkewerte darf ich dann nachher ausgeben. Wenn ich insgesamt den Stärkewert 7 erreiche oder übererfülle oder so, darf ich dieses Guthaben abschmeißen und mir dafür ein Stärkehütchen dazustellen. So praktisch level ich hoch und sammle Erfahrung. Und hätte der Gegner jetzt nicht hier stehen Stärke, sondern bei Geistern ist es immer so Talent, dann würde ich nicht mit Stärke, mit roten Hütchen kämpfen, sondern mit meinem Talentwert. Ich muss dann praktisch mit dem Talentwert kämpfen. Und je nachdem, was ich bin, ein Krieger, ist natürlich mein Stärkewert höher als ein Talentwert, aber ich kann mich ja hochleveln. Hier gilt übrigens das Gleiche, ja, wenn ich meine Talente sammle, so dass ich irgendwann mal den Wert von 7 zusammen habe als Guthaben, kann ich damit mir ein blaues Talenthütchen kaufen. Ja, und dann haben die Charaktere halt noch so generelle Sonderfertigkeiten. Ich beginne das Spiel mit dem Zauberspruch. Ein Zauberspruch ist im Prinzip auch einfach eine Karte. Ja, den Unsichtbarkeitszauber oder einen Schutzzauber oder so und kann den dann im richtigen Moment vom Spiel aussprechen. Ich habe auch noch Schicksalsmarker, das sind die hier. Ein Schicksalsmarker kann ich ausgeben, wenn immer ich mal im Spiel würfeln muss, bei der Bewegung oder im Kampf und mir gefällt das Ergebnis nicht, gebe ich so einen Marker aus, der ist dann weg und darf dann nochmal würfeln. Ich muss aber dann das neue Ergebnis akzeptieren und darf nicht nochmal. Das ist dann ein bisschen traurig. Ja.
Also es gibt schon so Möglichkeiten, das Pech, das man im Spiel hat, durch die Würfel ein bisschen auszugleichen, indem man halt hochlevelt oder nochmal würfelt oder sowas. Aber letztendlich läuft es dann darauf hinaus, wer am schnellsten in der Mitte angekommen ist, sage ich mal. Ist dann sozusagen ein Wettrennen, wo man sich gegenseitig natürlich auch ein bisschen behindern kann, indem man Zaubersprüche aufeinander spielt oder sich gegenseitig angreift oder so. Aber oft ist das Spiel, das legt einen so schon übers Knie und zwingt einen dazu, dass man irgendwas verliert oder man stirbt vielleicht oder fällt zurück. Ja? Dann muss man gar nicht viel nachhelfen. Und wenn man das öfter spielen will, gibt es jede Menge Charaktere, die man hier auswählen kann. Die unterscheiden sich alle so ein bisschen von den Werten und den Sonderfertigkeiten, sodass man jetzt nicht per se ein anderes Spielgefühl hat jedes Mal oder sowas. Aber vielleicht Schwerpunkt woanders setzt und so. Und generell ist es immer eine gute Idee, wenn irgendjemand von was besonders gut kann, dass man das auch ständig benutzt, um da so einen Vorteil zu bekommen. Dann gibt es hier noch ganz berühmt, berüchtigt, die Möglichkeit, dass man in eine Kröte verwandelt wird, weil da irgendwie eine alte Vettel oder sowas auf dem Spielfeld rumläuft und die verhext einen. Ich finde jetzt wahrscheinlich nicht spontan eine oder so. Die verzaubert einen, wenn es dumm läuft, in eine Kröte. Dann überschreibt man mit diesem Ding hier praktisch seinen eigenen Charakter und hat dann praktisch nur noch Bewegungsreichweite 1, man hat Stärke 1 und Talent 1, man kann in einen Scheißdreck tun, man kann nichts transportieren, dein ganzes Geld und deine ganzen Gegenstände, das bleibt alles auf dem Feld liegen, wo du eine Kröte geworden bist und bist 3 Runden lang automatisch eine Kröte. Die Kröte kann natürlich trotzdem aber auch Quests machen oder Aufgaben erledigen, aber halt mit einem beschissenen Wert. Und was ganz dumm ist, falls du mit der Kröte, sag ich mal, dich hochlevelst und gewinnst einen Talentpunkt dazu, dann verschwindet dieser Talentpunkt aber nachher wieder, wenn du aufhörst, eine Kröte zu sein. Deswegen ist keine gute Idee, irgendwas Sinnvolles zu machen, wenn man eine Kröte ist, vielleicht sage ich mal so. Ne? Und das ist im Prinzip das ist so schlimm wie Aussetzen, was auch oft passiert im Spiel. Du musst aussetzen, machst du gar nichts, bist du eine Kröte, setzt dir im Prinzip 3 Runden hintereinander mal aus, wenn man das mal ehrlich ist. Ja? Aber die anderen freuen sich am Tisch. Ja, ja, und wie gesagt, das ist Talisman in der Grundversion ohne Shebang. Ja. Die Erweiterungen, die es jetzt alle gibt, die würden wie im Prinzip also an die Ecke von dem Spielbrett hier einfach noch weitere Spielfelder anbringen, sodass ich zum Beispiel meinetwegen in die Kapelle reinlaufe und dann nach unten geht das Spielbrett, nach links geht das Spielbrett weiter. Einfach mehr Felder mit mehr Möglichkeiten. Es gab Dungeons, wo du eigene Rätsel in der Ecke machst. Es gab hier einen Aufbau, wo denn das Zielspiel überschreibt. Es geht dann nicht mehr um die Krone der Herrschaft, sondern du musst, ich glaube, einen Drachen besiegen oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Aber die Grundmechanik des Spiels wurde dadurch jetzt nicht verändert. Ja. Ja, und der Spielplan, klar, das sah über die Generationen immer unterschiedlich aus. Im Prinzip der gleiche Aufbau und so, aber weniger bunt vielleicht und viel mehr weiß und viel schlichter und so. Und das ist schon optisch eigentlich ziemlich knallig hier und ganz gut sieht es aus und heimelig. Das war früher schon ein bisschen hässlicher, auch wenn es niemand zugestehen will. Ja. Das sieht ganz gut aus. Ich müsste mal gucken, wie die 5. Edition jetzt rausgekommen ist. Gibt ja auch Talisman Star Wars Edition oder bestimmt Harry Potter gibt es doch auch und so. Das ist alles im Prinzip das gleiche Spiel. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie es funktioniert, was man da so macht. Jetzt reden wir mal drüber, ob denn das heute noch Spaß macht, ob das je Spaß gemacht hat und ja, ob da noch mehr dahinter ist. Ja, meine lieben Freunde, das war jetzt die Vorstellung von Talisman in seiner Basisversion. Und ihr habt vielleicht schon beim Drüberschauen über die Regeln und wie der Spielablauf so ist, relativ schnell gesehen, dass man sich dann heutzutage, jetzt 2023, schon die Frage stellt, das alles? Man würfelt den Würfel, läuft wohin, muss das Würfelauge 1 zu 1 umsetzen, nichts reduzieren oder sonst wie, muss das Feld dann ausführen und meistens läuft es drauf und raus, eine Karte zu ziehen. Auf der Karte steht dann entweder wieder drauf, Gegner, kämpfe gegen den, Würfel, Würfel, oder du kommst in ein Dings, Möglichkeit 1 bis 6, Würfel in Würfel und guck, was drauf ist. Oder du kommst auf ein Feld, wo du keine Karte ziehst, sondern Würfel würfeln musst. Und das ist halt klassische 80er-Jahre-Magie. Ja. Das merkt man schon während dem Spielen, dass das sich alles unglaublich hinzieht, weil man nie dorthin kommt, wo man will. Und dann im Prinzip jemand, der halt mehr Würfelglück hat oder es einfach besser läuft beim Kartenziehen, dass der halt einfach Vorteile hat. Nicht, weil er der bessere Spieler ist, sondern weil er halt der Dusel hat. Warum sollte man sowas spielen? Also,
Ich kann das euch nicht wirklich beantworten mehr. Heutzutage, wir haben das ja jetzt extra gestern nochmal hier gespielt, um einfach einen frischen Eindruck nochmal zu haben, obwohl wir das schon 27.000 Mal gespielt haben. Aber wir sind halt nicht mehr 12. Wir liegen nicht mehr in unserem Kinderzimmer auf dem Fußboden mit Freunden in den Sommerferien. Draußen ist es warm, es ist schon die vierte Woche der Sommerferien. Wir haben langsam schon keine Idee mehr, was wir machen sollen. Wir spielen da, haben Fanta und Cola und Chips oder Erdnussflips und so. Im Fernsehen läuft He-Man und Masters of the Universe halt, ne, im Fernsehen. Und wir liegen da im Kinderzimmer auf dem Fußboden und spielen verdammt nochmal 4 Stunden lang Talisman. Das war geil und das waren coole Zeiten, das will keiner missen. Aber das ist halt heute nicht mehr so. Ja? Man muss ja mal überlegen, was es damals gab. Es gab halt Talisman und neben Talisman gab es noch Risiko, es gab noch das Monopoly, es gab vielleicht noch Hotel oder Mancomania, solche Dinge hat man da gespielt. Und da war halt, Talisman ist da rausgestochen mit, das ist schon richtig komplex und episch, du hast eine Geschichte und boah, weißt du noch, letzte Woche, als ich da diesen einen Drachen geköpft habe und dann, oh, war so super und so. Diese Geschichten hat man damals mitgetragen und miterlebt und hat sich da gefreut oder hat hämisch gelacht, wenn es beim anderen in die Hose ging und der Tod war, man hat seine Leiche gelootet oder so. Das war cool. Aber heute, Leute, also nach all den Jahren ist man wesentlich Besseres gewohnt und diese Spielmechanik ist einfach nur dröge. Und bestrafend und glückslastig. Und mittlerweile kommt auch dazu, wir sehen es hier alle über 40. Also das ist eine Fantasy Flight Version logischerweise. Das hat ja immer so ein Problem. Es steht brutal viel Text auf den Karten. Die Karten sind extrem klein und auch die Schrift ist extrem klein. Du liest es da und denkst dir, was ist eigentlich die Kernaussage von dieser Karte? Da labert irgendwas drauf. Dir geht es aber eigentlich nur um einen Satz und du willst mittlerweile ja praktisch so, bumm, was geht's denn jetzt mit der Karte? Und schwätz mich hier nicht voll. Ja? Und dann liegen diese Karten halt auch auf dem Spielbrett, kopfüber. Und ich sitze jetzt hier und wenn ich da drüben lesen will, was da steht, das ist alles auf dem Kopf. Und kleingedruckt noch und dann lehne ich mich so über den Tisch und muss mir vorlesen, was da steht. Und es sind ja so viele Felder und so viele Karten und Zeug liegt da nachher, dass du, selbst wenn du dir einen Plan zurechtlegst, ich möchte jetzt nachher in 3 Zügen werde ich da oben bei dieser Elfe sein am Wasserfall und die gibt mir dann einen Talentpunkt. Das kann ich mir gar nicht so lange merken, weil bis ich dann mal wieder dran bin, bin ich schon dreimal an der vorbeigelaufen und wieder zurück und es liegt so viel anderes Zeug auf dem Weg und bin auch schon mal aussetzen und so, dass ich das schon vergessen habe. Und früher war das so, du hast das Spiel schon gespielt nebenbei, du hast Cola und Fanta getrunken und Fernsehen geguckt und das war irgendwie scheißegal. Das ist so ein Bier- und Brezelspiel, würde man heute sagen. Aber du hast dann den Plan eh vergessen oder du warst noch jung genug, das trotzdem zu merken. Aber ich habe jetzt gestern, hatte die ganze Zeit den Plan, zu dieser genannten Elfe zu gehen. Nicht, weil sie nackt und im Wasserfall steht, sondern weil die hat mir tatsächlich Talentpunkte gebracht. Das andere habe ich als Bonus mitgenommen. Und das hatte ich aber schon wieder 4 Runden lang vergessen. Ach so, das war ja da drüben, ich wollte ja da hin. Ja? Und dann bin ich hingelaufen und es ging nie und alles ganz schrecklich. Und das ist so das Elend in dem Spiel. Du guckst dann auf die Uhr und hast dann 1,5 Stunden schon rumgebracht, im Kreis zu laufen, im Prinzip, und hast eigentlich kaum was erreicht. Hast vielleicht ein bisschen Geld gefunden, das hast du wieder verloren, hast den sinnlosen Scheiß gekauft und hast dann mal einen Kampf verloren, wieder Hitpoints verloren, dann musstest du die Hitpoints wieder auffüllen, dafür hast du Geld ausgegeben und stehst eigentlich praktisch genauso da wie vorhin. Und irgendwann kommt mal der Moment, da macht es dann mal Klick, weil dann halt ein paar Sachen ineinander greifen vielleicht mal. Du hast jetzt die richtigen Gegenstände, hast jetzt Glück beim Würfeln, kommst du aufs richtige Feld. Und dann hast du den Talisman und dann geht es einfach vorwärts oder so. Und dann jawohl und super. Und alles, was du dann halt tust, ist da 5 Runden lang abwarten und immer wieder würfeln, bis deine Gegner tot sind. Das ist halt schon ein bisschen mau. Ne? Von daher, so leid mir es tut und solange ihr auf dieses Video gewartet habt und ja Klassikerliebe drüber steht, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nach dem Spiel gestern. War ich eigentlich kurz davor zu sagen, boah, ich kann da kein Klassiker-Liebe-Video dazu machen, weil im Prinzip vielleicht ein Retro-Review-Video, ja, aber Klassiker-Liebe, ja. Also Liebe habe ich für das Spiel nur deswegen, wegen der Erinnerung an das Spiel und nicht, weil es heute immer noch gut ist. Wenn ich ein Klassiker-Video, Liebe im Video mache zu Village zum Beispiel, dann weil es damals geil war und heute auch immer noch geil funktioniert, aber dieses Spiel ist halt einfach nur, die Erinnerung ist besser als das tatsächliche Spiel. Und dann haben wir halt überlegt, und das habe ich ja schon oft auch gepredigt. Wir haben übrigens, also wir ist der Dietmar und ich, wir haben da mal vor ein paar Jahren ein Video gemacht, Talisman Likes.
Es gibt ja ähnliche andere Spiele, die wie Talisman funktionieren, aber später rausgekommen sind und halt auch wesentlich besser sind. Und ich hebe jetzt immer, als erstes hebe ich normalerweise immer das Spiel Prophecy in die Kamera. Das ist von Vlada Schifftal, wie spricht man den Kerl nochmal aus? Schaftil. Ja, der Mage Knight Macher, der Pulsar Macher, der Dungeon Lords Macher hat dieses Spiel gemacht und das ist ein Talisman-Klon. Aber ich behaupte, ein besserer Talisman-Klon, weil der ein paar nervige Eigenheiten von diesem Spiel hier anders macht. Zum Beispiel dieses Würfeln, um zu laufen, und dann musst du so weit laufen, wie der Würfel sagt, gibt es dir nicht. Du läufst immer einen Schritt oder zwei, wenn du das dir leisten kannst, oder drei, wenn deine Fähre ist oder sowas. Du kannst, hast viel mehr Einfluss auf deinen Spielzug, du kannst viel mehr planen und es auch umsetzen und bist nicht so total die ständig dem Zufall ausgeliefert, aber es ist trotzdem im Kern Talisman. Kriegt man nicht, gibt es nicht auf Deutsch, ist out of print. Aber ist für mich wesentlich das bessere Talisman, das sich auch einfach, weil es planbarer ist, flotter spielt. In eine andere Richtung, aber trotzdem sehr Talisman-like, ist Runebound. Das ist jetzt hier die zweite Edition. Es gibt noch eine dritte, die spielt sich aber anders. Die zweite Edition ist mehr Talisman. Auch hier wanderst du als Held über eine Fantasy-Karte. Und da ist die Wanderung schon ein Spaß, weil du hast verschiedene Würfel, die Landschaftstypen anzeigen. Und du musst dir praktisch deine Route mit diesen Würfeln zusammenwürfeln. Und dann gibt es da verschiedene Städte. Kannst du Zeug einkaufen, dich hochleveln. Dann gehst du zu bestimmten Orten, um Quests zu machen. Und du führst die Kämpfe dann dort durch, wo du willst, weil du weißt, dort unten ist ein Drache in der Höhle oder so. Und nicht, weil da eine Karte hochpoppt und sagt, ah, Drache, du bist tot oder so. Also richtig cool, auch heute noch, hat auch seine Schwächen, hat auch seine Probleme, ganz, ganz klar, aber wesentlich weiterentwickelt. Und von daher, so sehr ich auch ein Nostalgiker bin und alte Sachen liebe und da mit Sehnsucht nach hinten schaue, Talisman gehört da jetzt so nicht per se dazu. Ich erinnere mich toll an diese Sommerabende, Sommermittage beim Kumpel, beim Jürgen oder so auf dem Boden und beim Talisman spielen mit Erweiterung, ja, wir hatten ja irgendwas mit dem Drachen da oben drauf. Aber nicht an das Spiel. Also das ist halt leider schon ein Problem. Ich habe, wie gesagt, noch nicht die fünfte Edition, die jetzt ganz frisch rausgekommen ist oder kurz vorm Rauskommen, ich weiß gar nicht, die muss ich mir mal angucken, aber was sollen die denn schon groß anders machen? Also du kannst dieses Spiel ja nicht groß verändern, ohne die alten Fans von damals zu verkretzen, wobei ich mir immer noch frage, was wollen diese alten Fans denn eigentlich? Ich meine, dieses Spiel, so wie es jetzt ist, wie es sich spielt, kann es ja nicht sein, dass man da noch eine andere Neuauflage davon haben will. Und wenn sie es zu viel ändern, ist es praktisch so Star Wars The Acolyte mäßig so ganz grauenhaft. Funktioniert nicht, deswegen muss ich es mir mal anschauen. Ja. Aber das soll es jetzt gewesen sein. Ich habe hiermit offiziell Talisman als Klassiker-Liebe-Video besprochen. Und boah, Leute, ich bin froh, wenn ich das jetzt lange nicht mehr spielen muss. Aber das Kind kommt jetzt bald in ein Alter, wo es den ganzen, die riesigen Textwüsten auf den Karten lesen kann. Womöglich muss ich es da mal wieder spielen. Aber da verweise ich auch auf mein Video zu Talisman Legends, hieß es, glaube ich, oder Legenden oder so. Also das Junior Talisman. Wobei das Wort Junior da nicht draufsteht, aber das war das wesentlich gestreamlinedere, flottere und spannendere Spiel als das hier tatsächlich. Hat jetzt mit Talisman so per se gar nicht so viel zu tun, hat halt den Namen geklaut oder es gibt Talismane. Es gibt auch eine Möglichkeit, eine Kröte zu werden. Es spielt sich aber ganz anders sozusagen und es ist mehr so ein Koop-Spiel vielleicht. Ne? Und das fand ich schon cooler. Von daher, vielen Dank fürs Vorbeischauen bei meiner Reihe Klassiker Liebe. Mal schauen, was wir als nächstes auftischen. Das soll es gewesen sein zu Talisman, vierte Edition. Deckel drauf und wieder ab ins Regal damit. Tschüss.